Was meint mein Herr Vater dazu? Wie gefallen ihm denn so die neuesten Zahlen? Er war natürlich geschockt. Wenn er diese Zahlen nächste Woche dem Finanzausschuss der Stiftung vorlegt, dann machen die ihn fertig. Als wäre das eine Überraschung. Mann, die Kosten laufen uns davon. Wir müssen eine effizientere Personalpolitik betreiben. Denkst du da an jemand Bestimmtes? Ja, an Frau Horn zum Beispiel. Sie arbeitet unzeitgemäß. Wie meinst du das? Sie ist immer noch die alles überragende Oberschwester. Wir brauchen mehr Teamwork. Jemanden, der vielseitiger ist und flinker. Also bei der Horn, da hält mein Vater die Hand drüber. Da solltest du dich lieber nicht einmischen. Wer dann? Geht schon wieder. Mir war nur ein bisschen schwindelig. Kommen Sie. Nein, ja, ist gut. Ich bin okay. Was ist denn hier passiert? Sind Sie gestolpert? Der Oberschwester ist nicht gut. Ach Quatsch, mir ist nur ein bisschen schwindelig gewesen. Dann gehen Sie doch nach Hause und ruhen sich aus. Hier brennt schon nichts an. Nicht nötig. Vielen Dank. Sagen Sie, passiert das öfter? Ach, irgendwas stimmt nicht mit ihr in letzter Zeit. Sie ist so fahrig. Vielleicht ist sie ja krank. Naja, ich rede mal mit ihr. Schwester Hilde? Hm? Schreibt man ein Testament am Ende eigentlich mit T? Ja. Wie kommst du denn da drauf? Na, wenn was passiert bei der Operation. Ja, sowas. Das ist eine Routineoperation. Sowas macht Dr. Hülers mit links. Er hat die Schrauben in deine Hüfte und dein Bein reingemacht, damit er sie schließlich auch wieder rausmachen kann. Ich habe so gehofft, dass ich nicht operiert werden muss. Warum das denn? Weil ich dann zu schnell gesund werde und hier raus muss. Die Gesundheit ist doch das Wichtigste. Und außerdem, willst du deine Jugend in der Klinik verbringen? Na, aber wo soll ich denn hin? Na, noch bist du ja bei uns. Keiner hat mich gern. Frieda, ist ein Unsinn. Dr. Kampmann hat dich gern. Ich hab dich gern. Alle haben dich gern. Schwester Hilde? Ja? Geht es Oberschwester Horn wieder etwas besser? Sie war gestern so traurig. Es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Salut. Salut. So, Stock, jetzt komme ich zu dir. Jetzt ist Schluss mit dem Wasser. Jetzt trinken wir eine anständige Spätlese zusammen. Nee, danke, Albert. Ich will heute wirklich nichts trinken. Was ist denn los? Was mit dir nicht in Ordnung? Ich möchte meinen Magen schonen. Ich habe neuerdings so oft Sodbrennen. Das kenne ich sonst gar nicht. Kokolores. Von unserem Wein kriegt man kein Sodbrennen. Ich trinke schon bald 60 Jahre den Wein. Habe noch nie Sodbrennen gekriegt. Vielleicht habe ich zu viel Aufregung in letzter Zeit. In deiner Klinik? Auch. Kosten. Vielleicht muss ich sogar Personal abbauen. Sowas schlägt auf den Magen. Kann aber auch das Herz sein. Quatsch. Ich bin schließlich der Arzt. Ich sollte wohl mal ausspannen. Andere Gedanken kommen. Guck mal darüber. Das wird dein Herz erfreuen. Da
Das ist eine Überraschung, Frau Dr. Halver. Hallo, Vater. Hallo. Freut mich, dass Sie auch mal wieder bei uns reinschauen. Ich habe gehört, Sie wollen eventuell wieder in die Klinik zurück. Vater, bring uns doch bitte einen guten Wein. Schon unterwegs. Und für mich ein Wasser, bitte, ja? Wasser? Was hörst du eigentlich von deiner Tochter? Sie hat mir eine Karte geschrieben. Ja. Lass mal sehen. Es geht ihr gut. New York gefällt ihr riesig. Das ist schon komisch, ne? Da hat man plötzlich ein Kind und dann ist es auch schon wieder weg. Scheint mein Schicksal zu sein. Was? Wenn ich jemanden ins Herz geschlossen habe, geht er wieder weg. Redest du jetzt von Jean-Paul oder von deinem Patienten? Du weißt genau, wen ich meine. Wasser, ein Herrgottstöpfle. Zum Wohlsein. Danke. Schon mit Lüders telefoniert? Ja, aber so einfach ist das nicht. Er hat mir zwar eine halbe Stelle angeboten, aber... Das ist doch gut. Ja, aber was mache ich denn mit Moosbach? Das kann ich doch nicht so einfach aufgeben. Wie stellst du dir das vor? Ich habe dort Patienten, Kinder, die mich brauchen und an denen ich hänge. Du fühlst dich nicht wohl dort. Und das merke ich dir an. Ja. Aber ich möchte nichts überstürzen. Außerdem, was meinst du, was Stefan Köhler dazu sagen würde? Ist das denn wichtig? Ich denke, da ist nichts zwischen euch. Nein. Aber schließlich hat er mir damals sehr geholfen, als es mir so schlecht ging. Sie wollten mich sprechen, Frau Ritter? Kommen Sie. Setzen Sie sich. Und worum geht es? Es ist wegen gestern Abend. Ich mache mir Sorgen um Sie. Ich weiß nicht, was man Ihnen gesagt hat, aber... Schwester Hilde meint, Sie hatten schon öfter mal diese Schwächeanfälle. Das ist doch unverschämt. Soll ich Ihnen mal sagen, wie oft die anderen blau machen? Liebe Frau Horn, niemand behauptet, dass Sie Ihren Dienst nicht ordentlich verrichten. Aber Sie sind über 60. Und falls Sie wirklich krank sein sollten, dann müssen wir miteinander reden und einen Konsens finden. Also es ist wahr, ich bin manchmal abgespannt. Aber wer ist das nicht? Man hat mal gute und mal schlechte Tage, aber sonst bin ich topfit. Und ich habe mit dem Professor ausgemacht, dass ich allein entscheide, wann ich mich pensionieren lasse. Und noch ist Herr Professor Lüders mein Chef und nicht Sie, Frau Ritter. Guten Tag. Oberschwester, so kommen wir doch nicht weiter. Gregor? Also ein bisschen leiser, wenn ich bitten darf. Hm? Es wird Zeit, dass wir wieder jemanden kriegen, der sich um die Bande kümmert. Aber was soll das eigentlich? Fängt die Halver bei uns wieder an oder nicht? Ich meine, dieses ewige Hin und Her, das ist doch Halver. Ich habe ihr vorgeschlagen, sie kriegt eine halbe Stelle. War Markus die 2-3 Tage in der Woche. Gut, dass ich das auch erfahre. Und dann wann, bitteschön? Tja, noch hat sie nicht Ja gesagt, Herr Schwester Berthe. Ja. Vater? Ja? Es gibt Schwierigkeiten mit Frau Horn. Ich denke, du musst da mit ihr sprechen. Über was? Ist vielleicht bald eine Entscheidung fällig. Entscheidung? Was für eine Entscheidung? Sie macht uns Kummer. Kummer? Klaut sie silberne Löffel oder was? Sie macht Fehler. Sie hat offenbar mentale Ausfälle. Vielleicht sollte man ihr mal eine Kur nahelegen oder so. Ausfälle? Ich werde mit dir reden. Jetzt komm mal her, Dummkopf. Vielen Dank, dass du mir in deinem Testament deine Turnschuhe vermachst, aber ich muss dich leider enttäuschen.
Du wirst nicht sterben. Gregor hasst mich. Ist doch nicht wahr. Warum machst du es nicht? Aus vier Gründen. Erstens gibt es einen OP-Plan. Zweitens hat Gregor die Schrauben reingemacht und weiß genau, wo sie sind. Und drittens ist Gregor ein hervorragender Chirurg. Und viertens? Und viertens stehst du mir zu nah. Zu nah? Na, du bist mein bester Freund. Ich kann doch nicht meinen besten Freund operieren. So. Und ab jetzt nichts mehr essen. Warum eigentlich? Weil du für die Narkose einen leeren Magen brauchst. Und wenn er voll ist? Kannst du nicht operiert werden. Backnase. Na, küss soll mich operieren. Ach, Jean-Paul. Ich habe dir diese Schrauben hier reingedreht und ich werde sie dir heute auch wieder rausholen. Alles klar? So, da bin ich. Ja, fangen Sie an. Ich habe gegessen. Komm, mach uns keinen Ärger. Wir haben heute noch ein paar Kinder mehr zu operieren. Alles klar? Guten Morgen, Jean-Paul. So, da wollen wir mal. Aber ich habe einen vollen Morgen. Morgen. Anna, rufst du bitte unten an, wann Jean-Paul das letzte Mal gegessen hat? Klar. Danke. Morgen. Morgen. Hallo, Mofilo. Wie geht's? Marcus, wir dürfen mich nicht operieren. Jean-Paul, bitte mach jetzt kein Theater. Und denk an die Kinder, denen es viel schlechter geht als dir. Aber wie lange darf ich denn nach der Operation noch in der Klinik bleiben? Tja, man muss doch wieder laufen lernen. Und wie schnell das geht, das liegt ganz allein an dir. Letzte Mahlzeit war gestern Abend 7 Uhr. Alles klar. So, mein Kleiner, jetzt schläfst du ein bisschen, okay? Genau. Sally. So, Jean-Paul. Zähle jetzt bitte bis 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hallo Corinna. Hallo. Übrigens, das ist die Beurteilung, die ich gestern abgeschickt habe. Über wen? Über dich. Über mich? Warum hast du mir das vorher nicht gezeigt? Oder mit mir darüber gesprochen? Ich habe mir erlaubt, eine Beurteilung über deine Arbeit abzuschicken. An die Behörden. Das musste ich. Das ist nicht der Punkt. Du hast dich heimlich über meine Arbeit geäußert, ohne mich zu informieren. Wieso sollte ich dich informieren? Ich meine, die Probezeit läuft ab und ich musste begründen, warum meine Festanstellung nichts mehr im Wege steht.
Außerdem ist sie doch sehr positiv. Stefan, du hast mir immer das Gefühl gegeben, dass du Wert darauf legst, dass wir zusammenarbeiten, dass wir gemeinsam Entscheidungen fällen, weil wir uns schätzen. Und jetzt behandelst du mich wie eine kleine Angestellte. Corinna, beruhige dich. Die Stelle wird genehmigt. Sag mal, kapierst du eigentlich, wovon ich rede? Aber um dir eins zu sagen, ich habe noch ein anderes Angebot. Professor Lüders hat mir eine halbe Stelle angeboten. Corinna, mach nichts, was du später bereust. Ich habe noch Probezeit? Gut. Du aber auch. Bei mir. Morgen, Herr Bock. Morgen, Lüders. Na dann, fangen wir an. Rami, was ist denn los? Keine Ahnung. Der Junge scheint sich zu übergeben. Nierenschade, bitte. Er hat doch was gegessen. Er kriegt keine Luft mehr. Mach doch was. Absaugen, sofort. Nicht den kleinen Sauger, gleich den großen Sauger. Los, schneller, 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 schneller. Und ich muss ihn intubieren. Schnell. Tempo. Ja, ja, ja. Los. Ja, lass ihn runter. Das war knapp. Gott sei Dank. Stabilisiert sich. Tut weh. Ich lass grad was holen, damit die Schmerzen nachlassen. Danke. Und mein Haar ist für immer schmerzfrei gewesen. Das war knapp heute Morgen. Es ist alles meine Schuld. Es tut mir leid. Und du hast tatsächlich was gegessen. Ja. Warum? Ich wollte die Operation verhindern. Dann riskierst du dein Leben und machst mich und Gregor und alle anderen unglücklich? Unter den Lebenden? Was ist das denn? Was gibt's denn? Leer. Als im Giftbuch war nichts vermerkt. Das sieht man doch gleich, wenn's knapp wird. Und wer kommt das sonst noch ran? Nur Oberschwester Horn. Na, dann gehen Sie am besten zu Dr. Bachram in den OP und lassen sich eine neue Schachtel Morphantin geben. Ja, Doktor. Und klären Sie das mit den Ampullen. Natürlich. Bist du immer noch böse auf mich? Nein, nein. Ich wollte es Ihnen lieber gleich sagen, Herr Professor, damit nicht irgendein Verdacht entsteht. Ja, ja, das haben Sie richtig gemacht. Ich möchte aber auch nicht, dass Frau Horn denkt, ich würde hinter ihrem Rücken... Es fehlen über 40 Ampullen Morphantin. 40 Ampullen? Wie sind das möglich? Es gibt doch nur zwei Schlüssel. Den einen hat Frau Horn und den anderen ich. Sie denken doch jetzt hoffentlich nicht, dass ich... Nein, nein, das denke ich nicht. Das müssen Sie mir glauben, Herr Professor. Ich habe wirklich nichts damit zu tun. Aber warum sollte Frau Horn? Das ist leider nicht das erste Mal, dass was fehlt. Haben Sie das gemeldet? Nee, wir haben das immer gleich nachgetragen. Manchmal vergisst man ja sowas in der Eile. Merkwürdig. Merkwürdig.
Adele, Professor. Schönen Feierabend. Danke, Ihnen auch. Ist was? Geht's Ihnen nicht gut? Überarbeitet. Ich weiß. Was wissen Sie? Sie haben Sorgen. Sieht nicht gut aus für die Klinik finanziell. Für Ihr Gehalt reicht's noch. Auf Hausmeister kann man nicht verzichten. Gute Nacht. Ja, wer ist denn da bitte? Ich bin's. Ach. Herr Professor. Namen Törnchen. Darf ich? Ja, selbstverständlich. Bitte kommen Sie doch rein. Tja, hat sich verändert. Neue Möbel? Die habe ich schon seit 1970. Was? Ist das schon so lange her zwischen uns? Am 4. April waren es 31 Jahre. Mein Gott, sind wir schon so alt? Wollen Sie sich nicht setzen? Darf ich Ihnen etwas anbieten? Vielleicht einen Wein? Nein, danke. Ein Wasser vielleicht. Irgendwas gegen Kopfschmerzen. Fühlen Sie sich nicht wohl? Doch. Nur in letzter Zeit habe ich manchmal so nichts Ernstes. Also gut. Vor, mal vorbeizukommen. Wollte dich fragen, wie es dir so geht. Ich meine, wir arbeiten zusammen, man sieht sich, aber wir reden nicht miteinander. Privat meine ich. Sie haben doch was auf dem Herzen. Also? Hörnchen, was ist los mit dir? Ich bin krank. Aber nicht so, dass ich gehen muss, wie Frau Ritter möchte. Was fehlt dir? Darüber möchte ich nicht sprechen. Hörnchen, ich bitte dich. Mir kannst du es doch sagen. Multiple Sklerose im Anfangsstadium. Ja, aber kann man ja was machen, nicht? Gibt durchaus Chancen. Den Verlauf zu bremsen. Das ist mir bekannt. Entschuldige. Wer weiß davon? Ich glaube, Dr. Kampmann ahnt etwas. Wer noch? Hilde Tomaszewski vermutlich. Hältst du sie für zuverlässig? Wie meinen Sie das? Ich meine, würde sie stehlen? Schwester Hilde ist eine hervorragende Krankenschwester und sie hat nichts mit der Sache zu tun. Ich habe das Morphantin genommen. Und ich werde es auch behalten. Du? Ja, ich. Hermann, du weißt doch, was es bedeutet, wenn die Krankheit fortschreitet. Und wenn man älter wird und allein ist und
möglicherweise zum Pflegefall wird. Oder wenn man vor Schmerzen wahnsinnig wird. Nicht mit mir. Ich habe vorgesorgt. Ich ganz allein bestimme, wann es soweit ist. Ich allein. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Du musst doch dem Finanzausschuss ein Sanierungskonzept vorlegen. Menschenskinder, ich sehe den Rosberg doch schon vor mir. Mein lieber Professor, wie wollen Sie denn dagegen steuern? Hm? Zerbrich dir nicht meinen Kopf. Vater, Sie werden was von dir hören wollen über Strafungen, Einsparungen, Umstrukturierungen. Ich hab's doch sonst immer geschafft, oder? Ich werde Sie jedenfalls nicht mit Entlassungen ködern. Und, was ist mit der Horn? Hast du mit ihr gesprochen? Ja. Sie ist krank, stimmt's? Ja. Aber nicht so krank, dass sie nicht noch immer ordentlich ihren Dienst verrichten könnte. Vater, lass uns doch wenigstens über einen Wechsel nachdenken. Ich meine, man kann sie doch woanders einsetzen. Ach ja? In der Kantine vielleicht. Gregor, misch dich da nicht ein, das bleibt so, wie ich es gesagt habe. Noch bin ich hier der Chef. Er ist raus wie ein Berserker. Das Thema Horn ist für ihn absolut tabu. Alte Liebe. Haha. Er versucht es mit Dampfplauderei. Und wie ich ihn kenne, wird er den Finanzausschuss wieder mal um den Finger wickeln. Wer weiß, wie lange noch. Machen wir uns nichts vor. Eines Tages fallen wir in ein tiefes Loch und keiner will was gewusst haben. Er sperrt sich. Er sperrt sich gegen jede Veränderung. Ja, was soll ich denn machen? Die Veränderung kommt von allein und schneller, als er glaubt. Ritter? Was? Ja. Gregor. Ja? Dein Vater hat einen Herzinfarkt. Was? Ja. Wo ist er? In der Uniklinik. Tja, Gregor, mich hat's erwischt. Mensch, Vater. Gib mir mal das EKG. Das sieht schon wieder ganz gut aus. Ja. Bis zur nächsten Aufregung. Keine Sorge, es wird alles in deinem Sinne weitergeführt. Ich verlasse mich auf dich, mein Junge. Ja, das kannst du. Geh jetzt nach Hause. Ich bin müde.
Hermann. Hörnchen. Du machst vielleicht Sachen. Wie sieht's denn aus? Nicht schlecht. Ich warte draußen. Ihr Freund hat Glück gehabt. Hast mir einen Schrecken eingejagt. Es war nicht meine Absicht. Schon schön, dass du noch da bist. Darauf sollte man eigentlich einen trinken. Hermann! Schon vorbei. So schnell wirst du mich nicht los. Dr. Lüders, der ja nun kommissarisch diese Klinik leitet, hat mich beauftragt, einmal über die Personalstruktur nachzudenken. Sie wollen mich in Rente schicken. Warum denn so aggressiv, Frau Horn? Kaum ist der Professor krank. 38 Jahre bin ich jetzt in dieser Klinik. Und ich habe mir nie etwas zu Schulden kommen lassen, nie. Aber das weiß ich doch. Dann entschuldigen Sie mich jetzt bitte, ich werde auf der Station gebracht. So lösen wir doch das Problem nicht. Haben Sie Dr. Kampmann von Ihrer neuen Personalstruktur unterrichtet? Es gab keinen Anlass, ihn zu informieren. Dann werde ich es tun, wenn Sie erlauben. Ja, ist gut, Frau Dorfmüller. Ich sag Kerstin Bescheid. Sie wird sich freuen. Ciao. Stell dir vor, Stefan, tolle Überraschung. Kerstin kann nächste Woche zurück nach Hause. Ihre Mutter hat das Sorgerecht bekommen. Ja, prima. Ich habe auch eine Überraschung. Dein Vertrag. Für ein Jahr, für die Dauer des Modellversuchs. Du kriegst sogar mehr Geld als erwartet. Du musst nur noch unterschreiben. Ich brauche noch ein bisschen Bedenkzeit. Wieso? Was passt dir denn nicht? Das ist halt eine wichtige Entscheidung, die möchte ich nicht überstürzen. Das ist alles. Heißt diese wichtige Entscheidung Markus Kampmann? Ach, das ist doch Quatsch, das weißt du auch. Aber die letzten Fälle in der Klinik haben mir gezeigt, dass ich da anders gefordert werde. Das hier ist eher so eine Art Großfamilie. Ich weiß nicht, ob ich auf Dauer damit zurechtkomme. Du weichst mir aus. Es liegt an mir, nicht wahr? Ja, Stefan. Es liegt auch an dir. Deine ständige Eifersucht auf Markus Kampmann, dein Misstrauen, dass ich dich hintergehe und heimlich für ihn in seiner Klinik arbeite. Ich wollte unabhängig sein, aber jetzt fühle ich mich mit dir und Mosbach verheiratet. Ich wollte es immer allen recht machen und niemandem wehtun, aber dabei habe ich nie an mich gedacht. Daran, was ich will. Das ist deine Entscheidung. Schade. Aber du musst machen, was du für richtig hältst. War ja dein alter Herr ziemlich gut drauf. Ja, er holt sich rasch. Das war wohl nur ein leichter Vorderwandinfarkt. Am Wochenende darf er schon wieder nach Hause. Dann ist er ja bald wieder bei uns an Bord. Gott sei Dank. Ja, du weißt ja, wie das ist ja. Wird sich schonen müssen. Diät halten, mal eine Kur machen. Und all die klassischen Dinge, die einem Infarkt folgen. Ne? Okay. Was liegt an? Markus, es geht um die Klinik. Mein Vater ist krank und wir wissen noch nicht, wann er wieder zurückkehrt. Und hier muss es ja irgendwie weitergehen. Also ich gehe davon aus, dass ich die Klinik leiten werde. Und das bedeutet, ich bin dir gegenüber weisungsbefugt. Und was soll das heißen? Das heißt, ich bin dein Boss. So einfach ist das. Ob es dir nun passt oder nicht.
Ja, aber Gregor, die Klinik ist ja kein Erbhof. Es gibt einen Stiftungsrat und der entscheidet. Also bitte, wenn du mal Chef spielen möchtest, bitte, aber ich mache meinen Job wie bisher. Als Chefarzt. Du bist mein Oberarzt. Wenn ich Probleme habe, bespreche ich die mit deinem Vater. War's das? Ja. Gut. Ich habe die Absicht, Frau Horn von ihren Pflichten als Oberschwester zu entbinden. Außerdem stellt sich Anfang nächster Woche ein neuer Kinderpsychologe vor. So viel zu deiner Information. Okay. Jetzt mal zu Punkt 1. Frau Horn ist zwar krank, aber kann ihre Arbeit fortsetzen. Und zu Punkt 2, Frau Hallwart Bedenkzeit erbeten, ob sie in der Klinik bleibt oder nicht. Und die werden wir abwarten. Ich habe das Gefühl, du hast mich nicht richtig verstanden. Gregor, solange dein Vater Leiter dieser Klinik ist, wird sich nichts ändern, was nicht vorher mit ihm abgestimmt ist. Und wir werden aufgrund seines Gesundheitszustands ihn von all diesen überflüssigen Mätzchen fernhalten. Und das sage jetzt ich, der ist dein Vorgesetzter. In 15 Minuten im OP, Kollege. Moment mal. Ja, da ist er gerade. Dr. Kampmann? Ja. Telefon. Frau Dr. Halve. Corinna? Was? Das ist ja wunderbar. Ich freue mich sehr. Ja. Nein, das musst du ihm schon selber sagen. Er kommt am Wochenende heim. Mhm. Gut. Ja, ich mich auch. Bis dann. Ciao. Sie kommt zurück. Hierher zu uns? Ja. Endlich mal eine gute Nachricht. Oberschwester Horn. Frau Dr. Halver, wie schön, dass Sie kommen. Der Herr Professor erwartet Sie schon mit Sehnsucht. Kommen Sie doch rein. Wie geht es ihm denn? Gut, ich kümmere mich ein bisschen um ihn. Mareike und Gregor sind ja den ganzen Tag in der Klinik. Und bei sich zu Hause ist er doch ziemlich allein. Gehen Sie nur zu ihm. Hallo, Herr Professor. Corinna, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie, setzen Sie sich. Och, das ist aber lieb. Sie finden bestimmt hier irgendwo ein Wäschen, ja? Ist ja wirklich schön, das neue Haus von Ihrem Sohn. Ja. Oh nein, was ist das denn? Um Gottes Willen, wer will Sie ihn damit umbringen? Der Stiftungsrat. Da sehen Sie mal wieder, dass die keine Ahnung haben. Gänseleberpastete. Aber das ist gut so. Die fressen mir jetzt wieder aus der Hand. Jedes Mal, wenn die vom Geld in Zukunft anfangen, fasse ich an mein Herz und Sie sind mehr ein. Nein, nein, es geht mir gut, wirklich. Und ich werde von Oberschwester auch gnadenlos gepflegt. Dann ist sie jetzt also auch noch Privatkrankenschwester. Das tut ihr gut. Und mir auch. So, ich habe Ihnen noch einen Pfefferminztee gemacht. Danke, Hörnchen. Ich muss dann auch gleich gehen. Ach, könnten Sie bitte den Blumen Wasser geben? Aber ja. So. Ja, nun zu Ihnen. Kommen Sie jetzt wieder zurück zu uns an die Klinik? Mhm. Schön. Ich freue mich auch. Aber es ist nicht leicht. In Mosbach hatte ich ja auch eine schöne Aufgabe. Da konnte ich mich auch viel länger mit den Kindern beschäftigen als in der Klinik, wo sie ja nur Kurzpatienten sind. Das ist ganz schön und gut, aber hören Sie auf Ihr Herz. Auf mein Herz? Machen Sie nicht den gleichen Fehler wie ich. Bekennen Sie sich zu Ihren Gefühlen. Der Beruf ist eine Sache, das Leben eine andere. Was meinen Sie jetzt? Sie hängen doch an Markus. Und Markus hängt an Ihnen. Woher wissen Sie das? Man hat doch Augen im Kopf. Hallo? Wenn man vom Teufel spricht. Hallo, Corinna. Hallo, Markus. Corinna, könnten Sie uns jetzt mal beide allein lassen, ja? Ich habe mit Markus was zu besprechen.
den Platz. Markus, ich habe von Oberschwester Horn erfahren, dass sie es war, die die Ampullen aus dem Giftschrank genommen hat. Was? Sie hat vermutlich eine beginnende MS und möchte über ihr Ende selbst bestimmen. Aber ich konnte sie überreden, dass sie die Medikamente zurückgibt. Und ich habe ihr versprochen, dass kein Mensch etwas davon erfährt. Und dass sie Oberschwester bleibt, solange sie es verantworten kann. Aber vorläufig bleibt sie ein paar Tage zu Hause. Hier. Sie können sich auf mich verlassen, Herr Professor. Und jetzt aber ab zu deiner Corinna. Was wollen wir hier? Ich muss noch schnell was erledigen. Dann schaue ich mal nach Jean-Paul. Was hast du gemacht? Frau Hahn hat mich gebeten, etwas zurückzubringen. Sie braucht es jetzt nicht mehr. Komm. Wir gehen jetzt nach Hause. Er schläft. Corinna? Ja. Was würdest du davon halten, wenn ich dich jetzt küssen würde? Viel, Onkel Doc. Wo soll ich denn hin? Na, noch bist du ja bei uns. Keiner hat mich gern. Frieh ist ein Unsinn. Dr. Kampmann hat dich gern. Ich hab dich gern. Alle haben dich gern.
Schwester Hilde? Ja? Geht es Oberschwester Horn wieder etwas besser? Sie war gestern so traurig. Es ist alles in Ordnung. Mach dir keine Sorgen. Salut. Salut. So, Stock, jetzt komme ich zu dir. Jetzt ist Schluss mit dem Wasser. Jetzt trinken wir eine anständige Spätlese zusammen. Nee, danke, Albert. Ich will heute wirklich nichts trinken. Was ist denn los? Was mit dir nicht in Ordnung? Ich möchte meinen Magen schonen. Ich habe neuerdings so oft Sodbrennen. Das kenne ich sonst gar nicht. Kokolores. Von unserem Wein kriegt man kein Sodbrennen. Ich trinke schon bald 60 Jahre den Wein. Ich habe noch nie Sodbrennen gekriegt. Vielleicht habe ich zu viel Aufregung in letzter Zeit. In deiner Klinik? Auch. Kosten. Dazu. Wie gefallen ihm denn so die neuesten Zahlen? Er war natürlich geschockt. Wenn er diese Zahlen nächste Woche dem Finanzausschuss der Stiftung vorlegt, dann machen die ihn fertig. Als wäre das eine Überraschung. Mann, die Kosten laufen uns davon. Wir müssen eine effizientere Personalpolitik betreiben. Denkst du da an jemand Bestimmtes? Ja, an Frau Horn zum Beispiel. Sie arbeitet unzeitgemäß. Wie meinst du das? Sie ist immer noch die alles überragende Oberschwester. Wir brauchen mehr Teamwork. Jemanden, der vielseitiger ist und flinker. Also bei der Horn, da hält mein Vater die Hand drüber. Da solltest du dich lieber nicht einmischen. Wer dann? Geht schon wieder. Mir war nur ein bisschen schwindelig. Kommen Sie. Nein, ist gut. Ich bin okay. Vielleicht muss ich sogar Personal abbauen. Sowas schlägt auf den Magen. Kann aber auch das Herz sein. Quatsch. Ich bin schließlich der Arzt. Ich sollte wohl mal ausspannen. Andere Gedanken kommen. Guck mal darüber. Das wird dein Herz erfreuen. Das ist eine Überraschung, Frau Dr. Halver. Hallo, Vater. Freut mich, dass Sie auch mal wieder bei uns reinschauen. Ich habe gehört, Sie wollen eventuell wieder in die Klinik zurück. Vater, bring uns doch bitte einen guten Wein. Schon unterwegs. Und für mich ein Wasser, bitte, ja? Wasser? Was hörst du eigentlich von deiner Tochter? Sie hat mir eine Karte geschrieben. Lass mal sehen.
Geht dir gut? New York gefällt dir riesig. Ist schon komisch, ne? Da hat man plötzlich ein Kind und dann ist es auch schon wieder weg. Scheint mein Schicksal zu sein. Was? Wenn ich jemanden ins Herz geschlossen habe, geht er wieder weg. Redest du jetzt von Jean-Paul oder von deinem Patienten? Du weißt genau, wen ich meine. Ein Wasser, ein Herrgottstöpfle. Zum Wohlsein. Danke. Schon mit Lüders telefoniert? Ja, aber so einfach ist das nicht. Was ist denn hier passiert? Sind Sie gestolpert? Der Oberschwester ist nicht gut. Ach Quatsch, mir ist nur ein bisschen schwindelig gewesen. Dann gehen Sie doch nach Hause und ruhen sich aus. Hier brennt schon nichts an. Nicht nötig. Vielen Dank. Sagen Sie, passiert das öfter? Ach, irgendwas stimmt nicht mit ihr in letzter Zeit. Sie ist so fahrig. Vielleicht ist sie ja krank. Naja, ich rede mal mit ihr. Schwester Hilde? Hm? Schreibt man ein Testament am Ende eigentlich mit T? Ja. Wie kommst du denn da drauf? Na, wenn was passiert bei der Operation. Na, sowas. Das ist eine Routineoperation. Sowas macht Dr. Lülers mit links. Er hat die Schrauben in deine Hüfte und dein Bein reingemacht, damit er sie schließlich auch wieder rausmachen kann. Ich habe so gehofft, dass ich nicht operiert werden muss. Warum das denn? Weil ich dann zu schnell gesund werde und hier raus muss. Die Gesundheit ist doch das Wichtigste. Und außerdem, willst du deine Jugend in der Klinik verbringen? Nein,